So, hallo und alle zur nächsten Folge von Borderlands The Pre-Sequel. In der letzten Zeit habe ich irgendwie viel Skyrim aufgenommen. Ich mache am Tag immer so eine Folge. Und ich war eigentlich wegen Skyrim gehypt, deswegen habe ich ein bisschen weniger gemacht. Aber geht auch trotzdem weiter, keine Sorge. Das sind immer so ein paar Phasen von mir, was ich einfach gerade momentan ein bisschen mehr zeige. Ich versuche mal so ein bisschen abwechselnd zu machen. Und ja, und jetzt sind wir mal wieder da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es, glaube ich, nochmal neu gemacht hier oder neu draufgezogen. Ich hoffe mal, dass die Sounds stimmen. Audio, ich mach mal die, ja, Dialog-Launcher ist hoch. Ich glaube, es müsste alles richtig passen. Okay. Gut. Wir sind jetzt gerade übrigens hier reingelatscht. Betritt Jacks Büro. Helios Einwanderungsstation. Ah, hier liegt er noch rum. Der soll arbeiten. Übrigens, Munition brauche ich auch ein bisschen. Hier liegt mir jetzt noch einer rum. Muss ein bisschen... Oh. Bisschen Munition ansammeln, denn die ist ein bisschen low. Kann ich, danke. Okay. Ich muss hier so ein bisschen durch. Draußen der Laser ist wieder am Arbeiten. Oh ne, warte ganz kurz. War ich hier nicht schon mal? Hat sich vielleicht ein bisschen zurückgesetzt mit dem Spielstand. Ich guck mal, ob ich trotz allem durch kann. Muss ich nicht irgendwie... Okay, ich muss hier vorne durch. Dim, dim, dim. Ja, er hat ja schon freigeräumt. Dann laufe ich da einfach ganz normal durch. Du hast es ins Büro geschafft? Wunderbar. Sei so gut und schalt die Schnellreisestation dort ein, ja? Ja, dann schalten wir die mal ein. Dim, dim, dim. Da können wir zum Beispiel schnell reisen. Kommen die dann auch mal vorbei oder so? Ja, also da. Verbinde du schon mal den Claptrap, den du gefunden hast, mit dem Sicherheitsterminal. Er kann die Verteidigungsanlagen deaktivieren, die den Laser im Auge der Helios sichern. Der Claptrap ist tot. Ist das ein Witz? Ich schwöre bei Gott, wenn ich je Generaldirektor werde, stampfe ich jedes einzelne von den Dingern ein. Gut. Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Jack? Mein Team sitzt in der Forschungsabteilung fest. Wir sind umzingelt. Sorry, Gladstone, aber ich habe gerade eine Idee. Kammerjäger, geh in die Forschungsabteilung und rette Gladstones Leute. Die können die Verteidigungssysteme hacken und den Weg zum Auge freimachen. Oh Gott, bin ich clever. Na gut, dann holen wir die eben raus. Geh zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja, meinetwegen. Also muss ich jetzt gar nicht mal so viel hier machen. Da durchporten und da nach hinten. So. Ja, warte, war ich nicht eben? Nein, doch, doch, nein, doch. Doch, hier war ich eben. Jetzt muss ich aber zur Sicherheitsabteilung. Hätte ich ja vorne einfach zurückgehen können. Hätte ich jetzt nicht die Schnellreisestation nehmen können, dann wäre ich vorne rausgekommen. Ja, die Viecher kloppen halt immer noch auf mich drauf. Was geht denn da oben ab? Ja, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich freue mich mal, dass ich hier durchkomme. Ich habe das alles schon erkundet gehabt. Sag ich mal ganz kurz. Ja, die sind auch mit hier drauf. Sehr gut. So, komme ich hier durch? Erstbest, schirme mich ab! Hey, du krieg jetzt ziemlich aufs Maul. Zerstör doch einfach nicht den Mond und kill nicht hunderte unschuldiger Menschen, hä? Hunderte tot, um Millionen zu retten. Und mein Name ist Sarpedon. Tungstena Sarpedon. Tungstena Sarpedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Mein Gott, waren deine Eltern Arschlöcher. Sehr gut, die machen sich noch nebenbei. So, jetzt bin ich hier aber im neuen Gebiet sozusagen. Du bist am Arsch, Kumpel! Ich bin am Arsch, Kumpel? Oh. Jetzt gibt's auf die Fresse! Sehr schön! Yeah, davon krieg ich gleich die Stelle. Jetzt geht's auf die Fresse. Alter. Wo sind die denn da? Oh, One-Shot. Beide noch einen? Nimm das, du Kackratze! Du verdammte
Ja, ich würde sagen, es ist wieder Action für die Knarre. Keine Ahnung, ich bin irgendwie der Schrotflintenmensch hier in Physical. Halt einfach effizient. Mit dem Schild kann ich auch hier sehr gut im Nahkampf. Okay, Forschungsstation. Gehen wir mal rein. Hallöchen. Forschung und Entwicklung. Ach, schön, dass du es geschafft hast. Komm zu mir. Aber Vorsicht, die Talks sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Ja, sehr gut. Warum haltet ihr die Viecher überhaupt? Töte die Talks, dann können wir reden. Oh, yeah! Wo ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich doch an Tedstone. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Ja, wieder entdecken. Was Gutes gedroppt? Nein, kann ich auch verkaufen. Ich spritze dich voll! Die anderen Forscher. Mach sie alle! Haben alle? Sehr gut. Was sind das denn alles für Power-Ups, die hier liegen? Lädt Schilde sofort um 25% auf, alles klar. Ich glaube, ich kann dich zum Auge der Helios bringen, aber ich brauche Hilfe. Jo, dann lass mich rein. Los, steck rein, Scheiße! Hallo? Bis die Tage, Mann! Sorry, dass ich versagt habe. Ich hätte mich nicht hier einsperren lassen dürfen. Waffenausrüstungsslot? Ich kann mehr Schusswaffen ausrüsten? Drei meiner Mitforscher stecken hier fest, seit Sarpedons Truppen angegriffen haben. Sorry, wenn du sie befreien kannst, kriegen wir die Verteidigungsanlagen deaktiviert. Du musst dich nicht dauernd entschuldigen. Richtig, sorry. Ich meine, nicht sorry. Ich meine... Ja gut, warte mal ganz kurz, wo es hier weitergeht. Ich habe einen weiteren Slot freigeschaltet. Was können wir da reinlegen? Denn irgendeine Minigun oder sowas? Ja, das Problem ist einfach, ich habe mal wieder outdated Waffen, ne? Soll ich mal die nehmen? Jacks Büro. Ja, du mich auch. Die Waffe hat perfekt geantwortet. Ja, du mich auch. Die können sich tarnen? Oh, die Stalker. Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt. Lustige Kerlchen. Ja, hört sich sehr, sehr lustig an. Ja, okay, ich sollte wieder Schrot nehmen, weil dafür muss ich in den Nahkampf. Ich würde sagen, die macht mal lieber großflächig fertig. Echt mal. Was habt ihr jetzt davon, ihr Arschgesichter? So, ich muss irgendwie durch. Ich bin hier, oh, cool. Verdammt! Jack schickt Hilfe. Ich würde ja sehr gern hier rauskommen, aber die Soldaten haben Stalker in mein Büro gesetzt und die sind mit meinen Sachen abgehauen. Da war ein Bild von meinem Kind dabei. Könnten Sie es mir zurückholen? Ich weiß, es klingt dumm, aber wenn ich das Bild von meinem Sohn nicht zurückbekomme, flippt er aus. Er möchte wissen, dass ich an ihn denke. Irgendwie blöd. Aber nimm das, du Kackbratze! Ja, Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen, damals, als die Dinger nur Kisten rumschimmerten. Knalleres Kerlchen, aber sein Tod schlägt fürchterlich. Gib's ihnen! Ja, gut, ey. Soll ich unbedingt das Bild noch holen? Ja, eigentlich Wichtigeres zu tun. Das soll sich mal nicht so anstellen. Dann soll einfach ein neues Bild machen. Sag, es wurde geklaut. Ich find's gut, dass die nicht so stark sind. Die geben gut XP, aber machen wir irgendwie echt... Ach komm, ernsthaft? Ah ne, Raketen brauchen wir nicht dafür. Okay, die macht gar nichts, gar keinen Damage. Oh! Nein, die macht gut Damage. Ich komme nicht raus.
Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ist der nach oben abgehauen? Und tschüss. Ach, jetzt kommt er nochmal runter. Ja, das war jetzt echt böse getrappt. Richtig böse. Und der hat dann jetzt so viel Damage gemacht. Oder der Laser. Also ohne Schrot ist kacke. Die Munition geht so schnell aus. Ich brauche mal wieder... Ich brauche mal wieder neue Waffen. Das ist richtig schlimm hier. Ja, ich glaube, die ist auch so ein bisschen so optimal hier. Auf Wiedersehen. Ja, es geht, wenn du... Wenn ich kritische Treffer mache, dann geht's. Das ist mal übelst nervig. Ja, ich probiere noch mal hinten hochzugehen. Ja, ich da irgendwie blöd erwischt, dann bin ich da runtergefallen. Vielleicht gibt's Munition. Ja, ich muss ein paar Crit Hits machen. Jo. Ach, die Springstalker waren. Ich wusste doch schon was für euch. Hey, die kann auch mal richtig stehen bleiben. Vier sind halt schon Level 19 und alles. Ja gut, hier waren mir gerade ein paar zu viele. Ah, ich habe wieder ein bisschen Munition. That is not bad. Ups. Wollte ich gar nicht schießen. Ja gut, auf Dauer ist die Knarre aber auch ein bisschen nervig. Wir müssen jetzt langsam. Wir müssen jetzt langsam, Kanönchen. Ich guck mal, ob ich hier ein paar Sachen drin finde. Ja, meistens. Scheiße, ich liebe das! Hört auf rumzuschreien hier. Ist richtig schlimm. Ja, ich hau sie ja schon weg. Hey, viele von denen. Du brauchst so arsch viel Munition. Die ist nicht schlecht. Also du brauchst viel Munition. Ich sammle mal alles ein, was ich an Muni hier finde. Und oben auch nochmal. Oh, sogar hier einen Skin zum Freischalten. Hi. Hyperion gesponserte DNA registriert. Zutritt zu Observationsraum 11B wird gewährt. Gesponserte DNA. Da ist das Foto. Oh, Sie haben das Foto gefunden. Cool. Tja, wäre ich ohne zurückgekommen, mein Sohn hätte seine Fäkalien an die Wand gepfeffert. Sehr, sehr gut erzogener Sohn. Sie wissen ja, wie 19-Jährige sind. Jedenfalls, kommen Sie zurück. Ich habe was für Sie. Wie geht's eigentlich Ihrem Sohn? Gut, er hat jetzt eine Freundin. Oh, wow, ehrlich? Nein, war nur ein Witz. Er hat keine. Nein, nie im Leben. Ja gut. Hätte ich jetzt auch gedacht, wenn er ein impulsiver Fäkalienschmeißer ist. Sag mal, ich bin doch gerade hier durch. Ich hab doch alles geklärt. Was ist los? Ich hab doch schon aufgeräumt. Scheiße, ich liebe das! Ja, ich nehme ein bisschen Zeug mit. Oh, ich muss es ja gar nicht zerschlagen. Ich kann einfach nur hinlaufen und klicken. Bin ich etwa zu viel Knarre für dich? Sag mal, ich hab doch gerade aufgeräumt. Krieg ich jetzt nicht alle. Sind die einfach wieder neu gespawnt? Bescheuert.
Ja, wenn wie viele es im Mond ist, vielleicht eine Granate zu schmeißen. Ich lasse sie rein. Oh halt, töten Sie zuerst diese Biester. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, hol ich mal. War das gezählt? Weil es ging ja recht zügig. Besser so. Ja. Sollten wir Granaten benutzen. Kann ich das Foto haben, bitte? Danke. Dieses hässliche Gesicht hilft mir durch den Tag. Hier haben Sie etwas für Ihre Mühe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles weitere gibt's übrigens in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, lasst krachen und tschüss. Ich öffne ihn.